Hallo und herzlich willkommen zu Espada Bricks. Heute mit der 6529 aus dem Jahr 1990 mit 22 Teilen, aber zwei Minifiguren. Die zeige ich euch. Auch hier wieder kein Backprint, deswegen geht das auch einfach so bei gleichzeitig zu zeigen. Wir haben einmal sozusagen den Flughelfer hier in der Mitte. Diesen schönen Torso-Print da mit dem Flugzeug drauf, können wir vom Flughafen. Hier haben wir den, den Rennfahrer-Torso-Print, also in Blau, quasi der Polizist, nur ohne Marke, ne, den ich euch ja beim Hubschrauber letztens gezeigt habe. Das ist der gleiche Torso, nur in Blau. Und wie gesagt, die Marke fehlt. Ansonsten, die Anleitung ist vollkommen in Ordnung. Ein bisschen abgegrabbelt, aber sonst super. Das Set ist minimalistisch. Sagen wir einfach, es erfüllt die Standards eines Flugzeugs. Es hat Flügel, es hat einen Propeller, es hat hier am Heck noch einen Flügel, es kann lenken, hat Reifen. Das ist wirklich minimal zusammengeschustert, das Set. Das ist wirklich minimal. Die zwei Figuren ist eigentlich das Coole an dem Set. Das hier ist vielleicht so ein Möchtegern-Segelflieger, aber der sieht auch, ich finde, der sieht einfach noch nichts aus. Muss ich ehrlich sagen. Da ist nichts dran. Nichts. Gerade hier hinten. Hier passiert gar nichts. Hier ist einfach nur nichts. Ja. Lassen wir das so stehen. Nehmen wir das Positive mit, dass hier zwei Figuren bei sind. Würde ich sagen. Ansonsten ist da wirklich nicht viel dran. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.